Schönen guten Tag, mein Lieber, meine Liebe, und willkommen zu dieser Episode auf meinem YouTube-Kanal oder meinem Podcast, je nachdem, wo du das gerade schaust oder hörst. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich die gute Susi. Und lass mich dir erstmal erzählen, was diese Serie hier überhaupt ist, bevor wir dann zur Vorstellung von Susi kommen, die eine verdammt coole Sau ist, und dann zu der heutigen Episode. Denn ich habe mir über die letzten Monate viel Gedanken gemacht, hey, welche coolen, inspirierenden Leute kann ich dir hier vorstellen? Und ich war irgendwie gelangweilt, dir einfach den gleichen Content zu geben wie alle anderen, von wegen, hier ist ein Interview mit dem Speaker, hier ist ein Interview mit dem Coach, weil wird langweilig mit der Zeit, oder? Wenn ein Coach den anderen interviewt und ein Speaker den anderen, dann so eine Bubble entsteht und irgendwie... nicht wirklich ein geiles Gespräch. Deshalb dachte ich mir, wer sind die, welche der coolsten Leute, die ich in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt habe? Naja, das sind auf der einen Seite meine Mentoren, welche ich auf meinem englischen YouTube-Kanal interviewe, ja, weil die meisten davon eben nicht aus Deutschland sind. Und im deutschsprachigen Bereich sind es meine Coaching-Teilnehmer. Ja, viele, viele meiner Coaching-Teilnehmer haben einfach verdammt coole Lebensstories, haben einzigartige Hindernisse hinter sich, einzigartige Ziele erreicht, einzigartige Persönlichkeiten. Und wir beiden haben das Glück, dass sich einige davon bereit erklärt haben, diese Geschichten mit dir zu teilen. Und genau das machen wir heute in Episode 2 von dieser Serie, bei der ich noch gar nicht weiß, wie ich sie nenne. Wenn du eine coole Idee hast, sag mir gerne Bescheid. Und heute habe ich die gute Susi für dich im Gespräch, im Interview. Es ist nicht wirklich ein Interview, es ist eher ein Gespräch zwischen uns beiden. Und Susi war jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal bei mir im Coaching, ist eine verdammt coole Sau, denn sie ist Innenarchitektin, das heißt, sie macht all die Wohnumgebungen, in denen du dich aufhältst, wunderschön. Und sie hat eine ziemlich inspirierende Story, denn sie ist in ziemlich rasender Geschwindigkeit mit ihrer Selbstständigkeit erfolgreich geworden. Das heißt, sie hat das Ganze innerhalb, ich glaube, von einem Jahr oder so aufgebaut. Also es ging alles recht schnell, während sie gerade frisch gebackene Mama war. Also nicht gerade in einer Zeit, wo man sagt, oh ja, ich habe 24/7 Zeit für mich, ich habe 24/7 Zeit für meine Arbeit. Nein, in einer sehr turbulenten Phase. Denn die Frauen unter uns, die gerade zuschauen, die selber mal schwanger waren, wissen, wie das ist. Ich als Mann habe keine Ahnung, von daher werde ich da keinen Kommentar zu ablassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es krass das Leben fände. Ich sehe es bei einigen Freundinnen von mir. Eine meiner besten Freundinnen war letztes Jahr schwanger und habe das alles mitbekommen. Von daher Hut ab, Susi, meine Liebe, dass du dann als frisch gebacken Mama das alles gemacht hast. Und sie ist selber schon seit Jahren im ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, im Thema Meditation, Thema innere Arbeit. Und wir gehen einfach mal in all diese Themen rein. In Selbstständigkeit mit Familie unter einen Hut bringen. Gleichzeitig sich um die eigene Entwicklung kümmern. Gleichzeitig sich nicht selbst aus den Augen verlieren, sondern eher durch diesen Prozess mehr zu sich finden. Da hat Susi einige richtig coole Sachen für dich, wie sie das gemacht hat. Genauso das Thema Meditation, innere Arbeit, glücklicher sein, sich nicht so stressen, sich nicht so einen Kopf machen über die Zukunft oder wie komme ich jetzt schneller an meine Ziele. Das heißt, wir gehen in all diese Themen rein, von Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Business, Finanzen, Familie etc. 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 Heißt, mach dich gefasst auf ein verdammt cooles Gespräch, und bevor ich jetzt das Intro noch weiter in die Länge ziehe und du dir denkst, Alex, halt die Fresse, lass das Gespräch anfangen, mein Gott. Ich gebe dir recht, deshalb halte ich jetzt die Klappe und lasse das Gespräch anfangen. Viel Spaß. Ja, meine Liebe. Perfekto. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst und dass wir es jetzt doch hinbekommen haben. Das war ja doch nochmal ein kleines Hin und Her. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten. Oder? Ja, ey, sowas passiert. Hör mal, wo ich gerne mal einsteigen würde, ist das ganze Thema selbstständig und gleichzeitig Mama sein. Weil von außen, und ich kenne dich jetzt auch schon was länger, du bist, glaube ich, das zweite Mal oder dritte Mal im Coaching? Ich weiß es gar nicht. Erst zweite Mal. Zweite Mal, ne? Und kriegt das ja so mit und findet das immer sehr faszinierend, hey, wie du alles unter einen Hut bekommst. Ja? Und wie du da das Ganze meistert, was du dir vornimmst, was crazy ist. Und da würde ich einfach gerne mal fragen, wie machst du das, dass du sowohl deine geschäftlichen Ziele, dass du darauf hinarbeitest, dass du wirklich deine x Stunden am Tag arbeitest und dich da vorankommst und gleichzeitig noch diesen Switch machst, hin wirklich in die, hin in die Mama-Rolle, wo dann ja, ich sag, kann ich mir vorstellen, eine ganz andere Seite deiner Persönlichkeit gefragt ist. Was geht da in dir vor sich? Was ist da dein Denkprozess? Wie machst du das? Wie schaltest du da um? Ich glaube, die Motivation kommt vor allem daher, dass ich eine gute Mama sein will und vor allem
ein Stück weit einfach für das Kind so präsent da sein möchte, dass ich nicht noch 1000 Calls und Termine und Verpflichtungen im Hinterkopf habe, sondern in dem Moment einfach denke, okay, jetzt muss ich den Schalter umschalten, jetzt muss ich da sein und jetzt bin ich eben nicht im Business unterwegs oder habe eben diese Gedanken, sondern bin halt Mom und das ist mein größter Ansporn, das in den Griff zu bekommen einfach oder da eben entsprechend präsent zu sein. Und das kann man nicht. Also man kann nicht präsent sein, wenn man diese Verpflichtungen, Termine etc. halt so im Kopf hat, sondern ich möchte dann halt einfach für das Kind da sein. Und anfänglich hatte ich da Schwierigkeiten, habe dann mein Handy immer noch mitgehabt und bin halt noch ans Telefon gegangen und dann habe ich gemerkt, dass es so nicht geht und habe dann einfach auch mein Handy zu Hause gelassen, habe einfach mich auch so ein bisschen treiben lassen von der Zeit oder von der Zeit mit dem Kind. Und umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie krass erfüllend das ist und wie das auch mein inneres Kind anspricht und wie man sich auch in diesen Spielprozess und in diese kindlichen Gedanken so reinversetzen kann. Und dann ist es eigentlich eine Leichtigkeit, den Rest zu vergessen oder auszublenden. Vergessen ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber zumindest das so ein bisschen auszublenden, ja. Cool. Du hast gerade angesprochen, dass das nicht immer so war, dass du am Anfang auch, ich sag mal, die Arbeit noch mitgenommen hast, hast das Handy dann noch mit. Und wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass ganz viele Selbstständige, gerade wenn sie aus den Anfangstagen gewöhnt sind, halt, okay, du hustelst die ganze Zeit, wenn du nichts machst, geht auch nichts voran. Aber die Phase musst du irgendwann hinter dir lassen. Oder du hast keine andere Wahl, als hinter dir zu lassen, sonst rennst du irgendwann gegen die Wand. Was hast du gemacht oder wie ist das bei dir passiert, dass du irgendwann gemerkt hast, hey, ich kann jetzt nicht Familie und Arbeit so mischen und ich kann es weder mir antun, noch meinem Kind antun, einfach noch meinen Kunden oder mein Business antun, dass ich einfach immer am Arbeiten bin, immer gestresst bin, immer unruhig bin. Was ist da passiert, dass dieser Switch für dich zustande gekommen ist? Ich hatte da so einen krassen Schlüsselmoment. Ich kann mich gar nicht genau an die Situation erinnern, aber irgendwie saß ich auf einer Bank und jemand stand vor mir und hat so sein Handy vors Gesicht genommen. Und ich war halt so unten darunter und habe so nach oben geschaut und habe halt das Handy so gesehen. Und da dachte ich mir, wenn mein Kind im Kinderwagen sitzt oder schaukelt oder irgendwas, sieht er ja immer dieses Bild, dass quasi derjenige vor ihm steht oder in dem Fall ich und hat dann das Handy so vor sich. Und man hat dann ja sofort das Gefühl, die Aufmerksamkeit gehört einem nicht allein, sondern derjenige teilt die mit dem Handy oder ist gar nicht da. Und es war so ein herablassendes Gefühl für mich in dem Moment, als ich mit ihm oder mit ihr kommuniziert hatte. Und dann dachte ich, das möchte ich meinem Kind nicht antun. Dass er das Gefühl hat, er sitzt auf einer Schaukel und sitzt im Kinderwagen oder wie auch immer und ich stehe mit dem Handy so davor. Und es war so ein Moment für mich. Das ist dein Hund, oder? Ja, sorry. Alles gut. Wenn der rumläuft, das stört nicht. Alles gut. Ich müsste ihm vielleicht mal so kleine Schüchen anziehen. Egal. Jedenfalls war das so ein richtig krasser Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte, ja, das geht nicht, kann ich nicht bringen. Weil die Aufmerksamkeit muss dann eben in dem Fall, wenn man schon, sage ich mal, den Luxus hat, das Kind auch tagsüber mal abzugeben, die Verantwortung abzugeben, wo man ja dann die Zeit findet für sein Business, aber dann einfach diese Stunden am Nachmittag, die gehören halt dem Kind und nicht dem Handy oder den Kunden, Bauherren und so weiter, genau. Gab es da auch einen Schlüsselmoment, was das Business angeht, dass du gemerkt hast, boah, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, mir tut das nicht mehr gut oder ich muss was ändern. Gab es da auch so einen Schlüsselmoment? Mehrere. Also ich glaube, das Krasseste war, dass ich einen Hörsturz hatte und mehrere Wochen auf dem einen Ohr nichts gehört habe. Und bin dann zum Ohrenarzt, so naiv wie ich war, und habe gesagt, kannst du mal spülen? Ich höre nichts. Und er hat gesagt, ich brauche da nichts spülen, ich kann dir sagen, was das ist. Hörst du auch so ein Fiepen? Und ich sage, ja, klar, ja, dann bitte weniger arbeiten. Und dann, ja, ich glaube, der Körper gibt einem irgendwann Signale, wo man, wenn man ein bisschen körperbewusst lebt und sich auch entsprechend, sage ich mal, einen Sinn dafür hat, sich damit da auch mal auf dem Körper zu hören, das sind oft Signale, die man so bekommt. Ich habe auch früher
nächtelang durchgearbeitet, habe nächtelang da mir um die Ohren geschlagen, um voranzukommen, war der Meinung, ich bin super produktiv und genau um die Uhrzeit bin ich am meisten produktiv. Klar, wird man da nicht gestört, bekommt relativ wenig E-Mails, bekommt relativ wenige Anrufe in der Nacht, aber das war das Einzige, das habe ich dann so rausgefiltert, dass dieser Störfaktor von außen nicht da ist. Sonst ist man da nicht produktiver. Und der nächste Tag ist ja dann noch schlimmer. Und keine Ahnung, das sind auch irgendwie, kommt man dann auf so ein Level, auf so ein anderes Level, wo du dich befindest und dir denkst so, nee, brauche ich nicht mehr. Kein Bock mehr, nachts zu arbeiten. Wofür? Und klar, wenn ich jetzt mal einen Pitch vorbereiten muss oder irgendwas machen muss, dann macht man das auch nachts mal gern, aber nicht mehr immer zu. Und aber irgendwie sind das dann immer so Stufen, die man gehen muss, um zu merken, okay, bis hierhin nicht weiter oder ich brauche das nicht mehr zwingend oder es tut mir nicht gut. Und ich glaube, dieses Körperbewusstsein ist extrem wichtig. Voll. Oder dieses Gefühl dafür, ja. Das wusste ich gar nicht, dass es bei dir auch so war. Ich habe ja auch Ende 2018 bin ich mit dem Tinnitus aufgewacht und dachte auch so, ja, ich gehe mal zum Ohrenarzt und halt auch, weil es, haben Sie viel Stress? Ich so, nein. Ich bin Stress. Ich bin Stress. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mach vielleicht mal noch mehr innere Arbeit, vielleicht jetzt nicht so viel hasseln. Krass, also war bei mir genau, es ging auch zum Glück dann immer weg. Bei mir ist das nie weggegangen. Also wenn ich jetzt merke, ich habe Stress, das ist zu viel, geht es sofort los. Das habe ich auch. Ich meine, es ist weg von wegen im Alltag, klar, aber es ist so wie so ein Signalton. Genau, ne? Das ist immer wie so ein erhobener Zeigefinger. Voll. Krass. Ich habe damals ein Buch gelesen, Tinnitus from Tyrant to Friend, irgendwie sowas. Sehr cooler Dude, weil ich habe auch ein Coaching gebucht und der meint halt so, ja, sieh es als dein persönlicher Rauchmelder. So, wenn es zu heiß wird, der meldet sich. Und das stimmt. Total krass. Ja. Und stolz braucht man darauf jetzt nicht sein, aber wir haben jetzt, wir haben jetzt unseren persönlichen Rauchmelder. Ja. Nee, stolz braucht man auch echt nicht sein. Ey. Meine erste Reaktion damals war auch, okay, ich hassle noch mehr. Und dann richtig gegen die Wand gefahren, dann so, okay, vielleicht sollte das doch nicht so sein. Also hat sich eben rückblickend natürlich irgendwo gelohnt, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Aber was hat sich denn bei dir verändert, wenn du jetzt mal zurückdenkst? Du hast früher Nächte durchgeballert, durchgehasselt. Was hat dich damals angetrieben? Und wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich brauche es jetzt nicht mehr, klar, wenn es mal nötig ist, kann ich das noch, aber das klingt ja so, als würde dich was anderes antreiben oder als würdest du deine Energie woanders herbekommen oder als hättest du ganz einfach einen anderen Denkprozess dahinter. Wie hat sich das über die Monate, Jahre verändert? Also was auf jeden Fall zu damals jetzt anders ist, dass ich so ein gewisses Grundvertrauen habe, so ein Grundvertrauen in die Sache. Ich habe eben die Erfahrung gesammelt, dass es immer irgendwie funktioniert und immer zur richtigen Zeit sich die richtige Tür öffnet und man auch manchmal Chancen bekommt, mit denen man nicht gerechnet hat oder die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Und die Erfahrung habe ich gemacht. Also dieses Vertrauen hat sich dadurch aufgebaut, dass ich mir jetzt denke, okay, es ist abends 22.30 Uhr, ich sehe schon den Bildschirm verschwommen und morgen ist auch noch ein Tag. Dieses Denken gab es früher nicht so. Morgen ist nicht noch ein Tag. Also, das muss heute passieren. Das hat sich verändert. Und ja, zum anderen, also woher jetzt dieses andere Denken kommt, ja, dass ich viel, viel innere Arbeit getan habe und auch noch dabei bin, mich damit viel auseinanderzusetzen. Die zwei Coachings, krasse Erfahrung, krasser Mindfuck, krasser Umbruch. Also das war schon so, ja, ganz, ganz viel, ganz viele alte Denkmuster auch gelöst. So dieses ja, genau, alles steht und fällt jetzt mit dem, was du im Moment tust. Und wenn du nicht produktiv arbeitest, dann ist es verlorene Zeit. Diese ganzen Denkmuster, die man so durch die Erziehung vielleicht mitbekommen hat, in der Schule mitbekommen hat, also das stellt man dann natürlich glücklicherweise alles auch mal in Frage, überdenkt das und
das war so ein richtig krasser Game Changer. Ja, und dieses Grundvertrauen, das ist auch neu. Wo kommt das her, sozusagen, dieses Grundvertrauen? Ja, ich glaube in dieses, dass ich einfach daran glaube oder feste Überzeugung bin, dass es immer irgendwie weitergeht und dass genau das, was gerade passiert, passieren muss, um weiterzukommen und dass es auch so ein Stück weit vorbestimmt ist und ja, daher kommt es, ich vertraue einfach dem Prozess. Kannst du darauf mal nochmal näher eingehen, weil ich hatte heute noch ein Interview mit dem Adrian Kiewus und der hat was sehr Ähnliches gesagt, so hey, egal was passiert, es passiert, also der Klassiker, aber es passiert für mich. Ja, aber ich finde es immer sehr schön, das nochmal von so vielen Perspektiven zu hören, so hey, das, was passiert, muss passieren. Geil ausgedrückt. Kannst du da mal näher drauf eingehen? Wie hat sich das bei dir etabliert? Oder wie hast du dieses tiefe Vertrauen da reinbekommen? Ja, das, was passiert, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht einfach ist, das muss passieren. Das ist zwar mega abgedroschen, aber dieser Spruch mit diesem, wenn du Steine in den Weg gelegt kriegst, dann bau was Schönes draus. Den habe ich irgendwie, weiß nicht, da habe ich mich mal länger damit beschäftigt oder habe darüber nachgedacht, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass genau was gerade passiert und wie es passiert, dass das passieren muss für mich, dass alles für mich in dem Moment passiert, auch wenn es noch so anstrengend und schwer und hart ist in manchen Momenten. Aber es hat mir immer zu jeder Zeit die Augen geöffnet und wenn man mal vor die Wand läuft, denkt man dann auch über Dinge anders oder hinterfragt die Sachen überhaupt erst einmal. Und dadurch kommt dieses Grundvertrauen. Ich denke mir einfach, okay, die Herausforderung, die jetzt auf einmal da ist, ist nicht grundlos da. Die muss ich jetzt überwinden, um vielleicht einen anderen Blickwinkel auch auf viele Dinge zu bekommen. Und ja, und das ist aber sehr, sehr viel innere Arbeit gewesen und sehr, sehr viel am Mindset zu arbeiten. Genau, also ich glaube... Ja, ja. Erzähl, du hast mir gedacht, du wärst fertig, sorry. Dass man einfach ja nicht jetzt gleich alles schwarz malt und denkt, okay, jetzt ist halt ein scheiß Tag, ein Kunde hat abgesagt, ich habe das Angebot irgendwie nicht bestätigt bekommen oder der Pitch hat nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So, dann hatte ich früher die Mentalität zu sagen, ja, alles scheiße, alles Mist, so. Warum passiert mir das? Und jetzt denke ich, warum ist es passiert? Was hättest du besser machen können? Was hättest du anders machen können? Und versuche eben aus jeder Sache zu lernen, dann Learning irgendwie rauszuziehen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht grundlos passiert, sondern, und wenn man so den Blickwinkel darauf richtet oder den Blick so darauf richtet, dann ist man morgen schlauer als heute oder als gestern und kann es dann einfach zum nächsten Mal für sich ummünzen, sage ich mal, oder für sich verwenden. Und ich glaube, wenn man so an viele Dinge rangeht, und dann sieht man auch nicht alles immer gleich als Niederlage oder als Verlieren, sondern ich gewinne halt an Erfahrung, so blöd wie das klingt, aber so sehe ich das irgendwie, ja. Voll. Was hast du konkret gemacht in Bezug auf die innere Arbeit? Weil es ist natürlich ein breites Feld, da kann man viel machen. Aber du hast jetzt schon mehrmals angesprochen. Hey, ich habe viel an meinem Denken geändert. Ich habe viel innere Arbeit gemacht. Was waren da so für dich die größten Game Changer? Na, dein Coaching. Okay. Also, ja, aber viel, viel Meditation. Ganz viel Meditation. Wir hatten ja auch die unterschiedlichsten Meditationen ausprobiert. Das ist ja nicht nur hinsetzen und ins Schwarze schauen, sondern du hast ja auch viele geführte Meditationen, wo man halt einfach das innere Kind anspricht oder so Sachen aus früheren Zeiten, aus der Erziehung und einfach Denkmuster aktiv überdenkt und angeht und vielleicht dann auch nicht in der Meditation. Oft kam dann bei mir das auch erst dann danach. Voll. Natürlich das Coaching auch mit vielen, naja, auch mit den anderen Coaching-Teilnehmern, dass die halt eben viele Dinge angesprochen haben, wo man dann gemerkt hat, ach krass, damit bin ich nicht allein oder krass, stimmt, das triggert mich auch und das ist mir noch gar nicht aufgefallen und einfach so mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, auch mit Freunden zu sprechen und viel einfach überhaupt
den Blick dahin zu wenden. Ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt. Und was mir noch geholfen hat, schreiben, also Journal zu schreiben, viel, sage ich jetzt mal, dann kommt mit dem Schreiben auch ganz, ganz viel hoch, was man gar nicht so erwartet oder wo man im ersten Moment auch nicht drüber nachdenkt. Kannst du da mal näher drauf eingehen? Weil ich glaube, das ist so ein Thema, also jeder hat natürlich, wahrscheinlich jeder, der hier zuhört oder zuschaut, hat schon mal Tagebuch geschrieben, Journaling gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, du redest jetzt wahrscheinlich nicht einfach davon, sich jeden Morgen hinsetzen und sagen, hey, für welche drei Sachen bin ich dankbar? Klar, das ist super cool, ist wertvoll. Ja. Aber weil du das gerade sagst, hey, da kamen Sachen hoch, die ich vorher gar nicht gedacht habe. Wie journalst du oder warum ist das, hat das bei dir so einen starken Effekt und wie hat es auch dein Denken geformt? Ja, ich sage mal, neben diesem alltäglichen Auswerten bin ich auch oft mit Fragestellungen in diesen Schreibprozess reingegangen. Also zum Beispiel in der Meditation haben wir tun uns ja auch oft Fragen gestellt oder vor Herausforderungen gestellt oder vor irgendwelche Themen. Und die Themen habe ich dann einfach auch mit in den Schreibprozess genommen. Also ich bin dann wirklich aktiv daran gegangen, habe mir eine Frage ausgesucht, wo ich gemerkt habe, dass da was dahinter ist, dass da was da ist bei mir und habe dann einfach seitenweise dazu geschrieben. Und du hast uns mal so einen coolen Tipp gegeben, dass man nicht aufhört zu schreiben. Also wenn man das Gefühl hat, man hat nichts zu sagen, dann einfach zu schreiben, okay, mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ich schreibe trotzdem weiter. Und das war das, was das dann auch oft so herausgekitzelt hat, dass man dann einfach nicht aufhört, sondern weitermacht und tiefer geht und in dem Moment dann merkt, okay, hier ist was, hier habe ich was, was mich triggert, hier habe ich was, wo wirklich was festhängt. Und was ich dir vorhin schon erzählt habe, ich hatte einen Schreibprozess, wo richtig Wut in mir hochgekommen ist und ich bin ein Mensch, der eigentlich mit dieser Emotion nicht aufgewachsen ist und auch sich selten damit konfrontiert und das auch gar nicht so kennt. Und in dem Schreibprozess bin ich unendlich wütend geworden und habe geschrieben und ich habe dann wirklich eine A4-Seite vielleicht zwei Sätze drauf gekriegt, weil ich so groß und so wütend geschrieben habe. Und danach habe ich mich gefühlt, als, keine Ahnung, hätte ich eine Stunde Kickboxen hinter mich gebracht und nur in diesem Schreibprozess. Und das war echt krass. Krasse Erfahrung. Ja. Geil. Damn. Was würdest du denn, wenn jetzt hier jemand zuhört, selbstständig oder zuschaut, selbstständig, Unternehmer, vielleicht auch Mama oder Papa und auch gar keine so eine Erfahrung mit diesem Schreibprozess hat. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen neu, ein bisschen fremd für sie an. Was würdest du denen raten, wie sie durchschreiben, durch Journaling eben so eine Blockade, sei es im Business oder eine Emotion oder durcharbeiten oder eine Frage, auf der sie die ganze Zeit rumkauen, dadurch beantworten. Was ist da so dein Prozess oder was hat für dich am besten funktioniert, was du gerne mitgeben würdest? Also, wenn ich so an die Anfangszeit zurückdenke, war es mir komisch, weil ich mir dachte, ich schreibe jetzt meine Gedanken auf, die stehen da auf Papier, jemand anderes kann die lesen. Also das ist ja auch, ich glaube, dieses Tagebuch-Ding ist ja auch immer so ein bisschen Geheimniskräberei, sage ich jetzt mal. Ja, und das hatte ich dann immer so, auch wenn man überhaupt nichts zu verheimlichen hat, aber ich sage mal, die Gedanken, die man hat, die teilt man ja nur das, was man möchte mit jemandem. Und wenn du das schreibst, steht schwarz auf weiß so. Das war für mich die erste Hürde, ohne jetzt da Geheimnisse groß zu haben, aber das war wie so ein Öffnen nach außen, wo man nicht mehr ganz bei sich selbst ist, sondern wo man das Gefühl hat, man erzählt es jetzt jemandem. Das hatte ich beim Schreiben, dieses Gefühl. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, ich mache das jetzt nicht mit mir selbst aus, sondern ich erzähle das jetzt dem Stück Papier. Und ich glaube, dadurch hatte ich anfänglich so ein bisschen Hemmung, und überhaupt zu sagen, okay, ich bewaffne mich jetzt mit einem Stift und schreibe das jetzt auf. Das war anfänglich, okay, gut, just try it so. Aber als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, wie befreiend das ist. Und es ist, glaube ich, so ein Prozess. Es ist, glaube ich, so ein Prozess. Es ist wie meditieren.
Es hat auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Und Schreiben hat auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Und zu merken, ich muss jetzt hier nicht die Linien einhalten und ich muss nicht gerade schreiben und es muss nicht gut aussehen und es wird kein Aufsatz, den ich abgeben muss, war auch anfänglich noch so ein Ding, wo ich jetzt einfach, wenn ich jetzt danach den Zettel in die Hand nehme, weiß ich, was ich da geschrieben habe. Ja. Weil ich das so wüst ist und so, alles kommt da raus und jegliche Emotionen kommen ans Tageslicht. Ja, und das, ich glaube, es ist ein Prozess, dem man ein Stück weit natürlich auch vertrauen muss, wie allem, was man neu macht, was man lernen möchte und halt vielleicht auch nicht gleich aufgibt. Beim ersten Mal sagt, oh, das war jetzt Mist, so, was soll ich damit? Sondern halt ein zweites und ein drittes Mal probiert. Und was mir immer krass geholfen hat, dass ich nach dieser Meditationszeit, ist man ja eh so gechillt, sage ich mal oft, oder entspannter, als wenn ich jetzt vielleicht früh im Alltagsstress, vor allem mit Kind, und du bist froh, wenn es endlich angezogen ist und Schuhe und nein, die Schuhe, und dann ist man so, und dann könnte ich mich jetzt auch nicht hinsetzen und schreiben. Ja. Vielleicht gerade da kann auch sein, aber ich sage mal, wenn ich jetzt eher so nach der Meditation komme, kommen ja oft eh die Fragen hoch, total. Und die münze ich dann in dem Moment immer gleich um und denke, okay, die Frage, da war was, da ist was, die schreibe ich mir jetzt auf und schreibe dazu. Und das ist auch was, was man wieder vergisst. Also geht mir so. Wenn ich in der Meditation was hochkommt und ich dokumentiere das dann nicht, dann kannst du mich nach einem Vierteltag fragen. Ja, vielleicht so. Ja, also das hat mir immer geholfen. Da war ich eh in so einem Modus, wo ich mich eh auf mich fokussiert habe, wo ich eh, sage ich mal, den Fokus auf meine innere Arbeit hat, und da ist mir das Schreiben viel mehr oder fällt mir da viel leichter, als wenn ich mich jetzt hier morgens mit Stift und Zettel an den Tisch setze und sage, jetzt musst du schreiben. Voll. Du hast dich halt auch mit dir connected, so, du bist mehr in der Mitte. Eben, so. Genau. Der Kopf hat sich vielleicht ein bisschen beruhigt. Nicht eben, mehr. Man hat diesen Alltagsstress eh schon ausgeblendet oder zumindest versucht, und ja. Genau, geil. Das ist das, was ich vielleicht so dazu mitgeben würde. Und was ich immer unterscheiden würde, wäre so dieses tägliche Journalschreiben. Also was du vorhin angesprochen hast, dass man halt sagt, okay, wofür bin ich heute dankbar? Was waren heute meine Learnings? Was nehme ich aus dem Tag mit? Was möchte ich nach morgen oder nehmen? Und dieses wirklich sich eine Frage stellen, das ist einfach unterschiedlich und genau, und differenziert zu betrachten. Also ich setze mich nie hin und schreibe auf, was mir der Tag gebracht hat, und dann fange ich noch an, meinen anderen Aufsatz zu schreiben, sondern ich trenne das schon, dass ich sage, okay, ich merke jetzt, triggert mich was, ich habe da was, da schreibe ich dazu. Und das andere ist eben diese alltägliche Arbeit, genau. Ja, du hast halt auch eine komplett andere Intention dahinter, ne? Wenn du wirklich thematisch reingehen willst, du kommst ja auch in einen komplett anderen Mindstate. Ja. Ich jetzt so, okay, da fängt wirklich tief innere Arbeit an. Das ist eine Sache, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal ein paar Sachen auf, was ich gelernt habe, was will ich mitnehmen für morgen. Super wertvoll, ja, das sind so diese kontinuierlichen Steps, die du jeden Tag machst. Aber dann wirklich mal tief in ein Thema reingehen, voll, löst halt was ganz anderes in dir aus. Voll. Fällt mir gerade ein, nach unserem Coaching am Montag habe ich auch dieses tägliche so versucht aufzuschreiben, und dann ist es komplett eskaliert. Also ich habe dann aufgeschrieben, so, wofür bin ich heute dankbar? Ich bin dankbar für das Coaching, weil halbe Seite. Ich habe mitgenommen, das eine Seite, und dachte mir, gut, okay, das musste schon differenzieren. Das war gerade so, musste ich gerade dran denken, ja. Da hat dann auch die eine Buchseite nicht ausgereicht, um das irgendwie zu analysieren oder festzuhalten. Ja, kenn ich. Du bist halt im ganz anderen State of Mind. Ja, genau. Das geht halt nicht. Apropos State of Mind, das finde ich mal sehr cool von dir zu wissen. Wie balancierst du so die kreative und, ich sag mal so, die wirklich geschäftliche Seite in deinem Business? Weil du brauchst ja eine sehr kreative Seite für das, was du machst, aber du kannst jetzt nicht, wenn es, ich sag mal, um alltägliche Prozesse geht oder strukturierte Präsentationen, da musst du ja in einen komplett anderen State of Mind kommen. Wie balancierst du das so, diese, sagen wir mal, rechte und linke Gehirnhälfte, um es mal auszudrücken, ganz, ganz wissenschaftlich. Da habe ich immer noch richtig Struggle damit. Also muss ich wirklich sagen, da habe ich, das ist auch noch was, wo ich täglich dran arbeiten muss, weil ich sage mir, ich bin natürlich so voll der Chaoskopf, und mir fällt es natürlich schwer, meine Steuern vorzubereiten, meine Buchhaltung in Ordnung zu halten. So klar, muss sein. Absolut essentiell, aber ja, und dann ist es schon so,
dass ich eigentlich meine kreativen Ideen im Alltag habe. Also was heißt im Alltag? Wenn ich abends im Bett liege, kommen mir die Ideen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, wenn ich mit meinem Kind spiele, kommen mir die Ideen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe da den Business-Bezug nicht. Das ist im Moment, das erfüllt mich, dann auf eine Idee zu kommen. Das ist für mich kein Stress. Also es wäre jetzt Stress, drüber nachzudenken, meine Steuererklärung muss morgen fertig sein, wann, wie schaffe ich das? Aber sozusagen, ach geil, das ist noch ein cooler Ansatz oder in die Richtung könnte ich mit dem Entwurf gehen. Absolut zu vereinbaren. Und ich sage mal, gerade dieses Kindliche, dieses Spielerische, das hilft mir da extrem. Und weil, oder ich muss halt wirklich sagen, ich setze mich dann nachts an die Sache, wenn wirklich der Alltag sich beruhigt hat, wenn die Verpflichtungen, wenn ich die wirklich beiseite legen kann. Also wenn ich ein wichtiges Projekt habe, wenn an dem Tag noch ein Entwurf entstehen muss, dann mache ich das schon nachts. Das muss ich sagen, weil das schaffe ich einfach nicht in diesen Alltagstrubel mit all der Verantwortung, die mir dann doch trägt, da noch kreativ zu sein. Und das Allerschlimmste für mich ist auch immer noch, dass ich weiß, okay, ich habe den Zeitrahmen oder den Zeitraum, in dem ich arbeiten muss und darf. Also das Kind ist im Kindergarten und ich setze mich an meinen Schreibtisch und ich weiß, ich muss jetzt in 7 Stunden wieder fertig sein. Und das schränkt meine Kreativität wirklich krass ein, dass ich mich so oft umstrukturieren musste, dass ich jetzt sage, okay, ich mache wirklich dieses strukturelle, dieses finanzielle, dieses Dinge klären, all das, was eben so rundherum passieren muss, diese Kommunikation mit Kunden, mit Lieferanten, all das, was quasi 9-to-5 geschehen muss, versuche ich in der Zeit abzudecken und das Kreative passiert dann so nebenbei. Krass, okay. Ja, sagen, doch. Hey, so, okay, die Sachen, die erledigt werden müssen, so bam, das mache ich jetzt und dann kommt sozusagen die Kreativität. Hast du das Gefühl, dann hast du auch so ein bisschen einen freieren Kopf dafür, dass du es vorher nicht machen kannst? Absolut, ja. Also das war jetzt wirklich so der Struggle, den ich echt die letzten 2 Jahre hatte, wo ich mir gedacht habe, das ist auch das, warum ich mich so ein bisschen immer selbst fertig gemacht habe. Oder du musst jetzt, warum kannst du nicht? Aber ich kann nicht kreativ sein, wenn ich diesen Zeitraum, diese Schranken das so. Das geht auch nicht. Ja, und dann versucht man es trotzdem immer durchzuballern und trotzdem, das muss jetzt passieren. Und diesen Druck habe ich mir einfach genommen. Und seitdem bin ich irgendwie viel freier in dieser Gestaltungsarbeit wieder, ja. Genau. Finde ich mich übrigens sehr drin wieder, weil das ist auch so, ich bin auch ein ziemlicher Nachtmensch und man würde mich wahrscheinlich eher als Nachteule bezeichnen. Ja, bei mir auch, absolut. Ja. Später als Bett, später, na gut, ich meine, hier ist jetzt ja auch schon, was haben wir, 11 Uhr ist bei mir. Ja, okay. Ja. Also, so. Oh shit. Aber willkommen im Leben mit Kindern, so, dann geht halt nicht mehr morgens ausschlafen. Ich habe halt früher bis 2, 3 durchgearbeitet und habe dann halt auch bis 9 geschlafen. Das geht jetzt halt nicht mehr so. Aber auch die Erfahrung hat man oder muss man dann machen, ja. Voll, da würde ich gleich gerne auch mal drauf eingehen, wie du das alles nennen wir es mal, balancierst, managst, unter einen Hut kriegst. Aber ich finde mich sehr daran wieder so dieses, okay, du musst selber herausfinden, wann du am besten funktionierst, sozusagen. Das ist so ein Ding, was ich auch bei ganz vielen Selbstständigen oder Unternehmern erwische oder wo die sich selber bei ertappen. Dieses, ich habe mal irgendwo gelesen, Miracle Morning, ich muss um 4.30 Uhr wach werden und muss dann das machen und das machen und das machen und das machen und das machen. Weißt du, was ich meine? Ne? Oder meine Abendroutine muss genau so und so und so aussehen. Ja, genau. Und ich muss morgens mein Bett machen, um produktiv zu sein. Genau, ja. Und dann... Und dann hat mir ein Businessmentor von mir gesagt, so, oder habe ich ihn gefragt, ja, wie machst du das? Er sagt, ich stehe mal und euch mal mit einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten. Ich halt so, warte mal, das geht? Also, das geht. Das kann ich einfach machen, halt wirklich. Und das ist halt das Coole. Ich würde es jetzt mal mit der Kreativität ein bisschen da reinbringen, wenn du diese Kreativität so ein bisschen zulässt oder mehr und mehr zulässt, du findest halt raus, wie du am besten tickst, ja, oder wie du tickst, wie du am besten funktionierst, weil am Ende, das ist so meine Philosophie, würde ich auch mal gerne wissen, wie deine Philosophie da ist, denke ich mal halt immer, hey, das Business sollte meinen Kunden und mir dienen
und nicht irgendwie andersrum, dass sozusagen das Business so eine Entität wird und wir müssen uns alle darum versammeln und es anbeten, sondern es ist ja etwas, was all die daran beteiligt sind, Wert gibt und da rauszufinden, okay, was brauchen denn diejenigen, die damit dabei beteiligt sind, von Kunden bis hin zu Mitarbeitern, bis hin zu Unternehmer selbst, und da auch sich selber zu hören oder sich selber kennenzulernen. Und wenn es dann nun mal ist, ja gut, dann bin ich halt abends kreativ, ist bei mir genauso. Also morgens kreativ sein, Katastrophe oder organisatorisches, strukturelles, klar, easy, easy peasy. Ja, genau. Aber halt so dieses, hey, ich lasse mal die Gedanken schweifen, sei es besten Marketing-Ideen, besten Coaching-Ideen, besten Aha-Moment hatten wir am Montag auch, wo ich so erstmal so, ich muss erst mal eine Stunde was erzählen. Ja. Das kommt dann ja auch nicht irgendwie morgens, wenn ich am Computer sitze. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hatte ich aber zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen wollte. Das eine, wie du das Ganze balancierst. Aber bevor wir dahin gehen, würde mich interessieren, was ist denn so deine Philosophie? Weil ich habe heute noch mit dem Adrian gequatscht, mit einem anderen Coaching-Trainer von mir. Und da haben wir sehr viel über das Unternehmenskultur geredet. Und das ist, finde ich, immer sehr cool zu sehen, zu hören, so was unterschiedliche Unternehmen, verschiedene Selbstständige, was da für eine Kultur herrscht. Oder ich drücke es mal gerne aus, was für unterschiedliche Geschmäcker es an Unternehmen gibt. Mit was für einer Philosophie gehst du an deine Arbeit ran, an das, was du machst? Oder mit was für Werten? Ja, das ist eine krasse Frage. Ich muss gerade schon ein bisschen lachen, als du sie gestellt hast. So, oh nein, da war ich nicht drauf vorbereitet. Habe jetzt keinen Stichpunktzettel. Das muss auch mal in meinem Businessplan stehen. Nein, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist auf jeden Fall Transparenz ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. In der Arbeit mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, dass ich einfach Ehrlichkeit, Transparenz, Loyalität. Ich sage mal, es kommt vor, dass man einen Auftrag nicht pünktlich absolviert oder dass man ein Projekt nicht pünktlich abschließt oder sich mal einfach nicht an eine gewisse Zeit halten kann oder ja, eine Deadline sozusagen. Und das ist für mich, dann habe ich Anfang immer mega den Struggle gehabt, was sage ich jetzt, was für eine Ausrede lasse ich mir einfallen, warum? So, jetzt wirklich Hand aufs Herz, war echt so. Und dann dachte ich mir, na, warum nicht einfach ehrlich sein? Also ich habe dann gedacht, okay, besser zu früh als zu spät. Habe einfach einen Tag vorher das Telefon in die Hand genommen, pass auf, so, ich schaffe das nicht, weil das und das, ich habe noch eine Idee, ich möchte das und das. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass die Kunden dankbar sind, wenn man einfach ehrlich ist und transparent arbeitet. Und ich habe auch oft eine Leistung outgesourced, habe gesagt, okay, pass auf, ich kaufe mir das zu. Und dann habe ich mir ewig den Kopf zerbrochen, wie ich jetzt den Kunden schaffe, zu verklickern, dass die bei mir arbeiten oder dass das in-house passiert oder keine Ahnung, wie ich dem jetzt eine E-Mail-Adresse gebe, dass er jetzt hier in meinem Namen agiert oder in dem Namen von meinem Unternehmen. Und dann dachte ich so, warum zur Hölle mache ich das? Warum sage ich nicht einfach, okay, pass auf, mein Portfolio fungiert von hier bis hier, funktioniert bis hierhin, das kann ich nicht abbilden, aber ich biete dir einen kompetenten Partner an und der bildet das für mich ab. Ich habe nicht einen Kunden, der sagt, was, warum? So klar, ich kann, also das ist so, das war so richtig krass, was sich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal, entwickelt hat in mir, dass ich mir denke, okay, ich möchte einfach ehrlich sein, ich möchte transparent sein und möchte schon, ja, da einfach beruhigt oder mit ruhigem Gewissen meinen Namen unter die Sache schreiben und gut, und muss mir jetzt hier keine Märchen einfallen lassen. Ich weiß nicht, woher das kam, dass ich das immer so verkaufen wollte oder da so unsicher war noch natürlich. Und also das sind Werte, die mir extrem wichtig sind, die mir auch wichtig sind in der Kundenzusammenarbeit, in der Mitarbeiterzusammenarbeit genauso zu mir, dass die auch ehrlich sind. Und Kritikfähigkeit ist mir extrem wichtig. Also wenn ich jetzt auch an Mitarbeiter denke, möchte ich, dass die mir sagen, wenn sie ein Problem mit mir haben, wenn was nicht funktioniert, wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, was vielleicht nicht so motivierend ist oder dass man einfach ins Gespräch geht, in den Austausch geht und sagt, pass auf, das und das ist gut und das läuft noch nicht so. Warum? Mhm. Also diese Kompromissbereitschaft oder Kritikfähigkeit ist mir auch extrem wichtig, auch mit den Kunden. Wenn ich mit dem im Gespräch bin, ich sage immer, wenn euch was stört, wenn was ist, einfach reden, einfach sagen. Genauso, ja,
mache ich das dann im Endeffekt auch. Es verpackt man dann vielleicht ein bisschen netter, aber ja, das ist mir schon extrem wichtig. Würdest du sagen, du hast dich jetzt in den letzten Jahren in deiner Selbstständigkeit dadurch selbst besser kennengelernt? Ja, extrem. Also ich habe davor wirklich in Denkmustern, die ich vielleicht aus Jobs davor oder aus meiner Erziehung, keine Ahnung, habe eigentlich auch in der Jugend immer schon viel gejobbt nebenbei, sei es jetzt Kellnern oder in Bars oder so Nebenjobs, Minijobs. Und man hat ja immer, man wird ja immer zu mit dieser Chefmentalität konfrontiert. Man hat immer zu unterschiedliche Leute, die einem was zu sagen haben und irgendwie festigen oder manifestieren sich dann so Denkmuster, wo man denkt, okay, so funktioniert Arbeit. Also ja, so blöd, wie das jetzt klingt, aber und wenn man da halt für 5 Euro die Stunde gekellnert hat und dann hat noch der Chef gesagt, so das Trinkgeld, nee, das kannst du aber nicht behalten. Und das war dann immer so einschüchternd, diese Arbeitswelt, sag ich mal, die man da kennengelernt hat. Und als man dann in die Selbstständigkeit gegangen ist, ja, muss man sich selbst reflektieren. Du bist eigentlich tagtäglich damit konfrontiert, dass du dich selbst reflektieren musst, weil sonst, wie wirke ich auf meine Kunden, wie wirke ich auf meine Lieferanten, wie wirke ich auf meine Mitarbeiter, wie wirke ich einfach überhaupt auf mein Umfeld, dass die Leute überhaupt sagen, okay, ich gehe jetzt zu ihr und lass mir von ihr ein Logo entwickeln und ich gehe nicht dorthin oder keine Ahnung. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich finde, es ist extrem wichtig, sich immer zu und ständig selbst zu reflektieren, das Bild nach außen zu reflektieren und ja, genau. Und ich glaube, dadurch verändert man sich natürlich und sein Verhalten natürlich auch, weil man vieles hinterfragt und auch diese Angst und Furcht vor diesem Neuen, vor diesem, was kommt auf mich zu, und das sind alles so Dinge, die man ja dann ablegt peu à peu und genau, und einfach irgendwie so einen Weitblick auch entwickelt oder entwickeln sollte. Ja. Ich musste gerade sehr grinsen, das habe ich ruhig schon noch nicht so gehört, aber jetzt, wo du das sagst, das stimmt so sehr, dieses, ja, ich habe früher die und die Muster mal erlebt und jetzt muss ich das als Chefin oder Chef genauso machen und jetzt muss ich auch so rüberkommen, und dann ist man bei dem Moment so, warum? Ja, genau. Es ist nicht nur, dass es nicht funktioniert, es macht mir keinen Spaß, es macht anderen keinen Spaß, es bringt keine Ergebnisse. Ja. Dieses Wachwerden so, was habe ich denn da gemacht? Weil das sage ich ja auch immer so, halt, ich meine, du kannst ja tun lassen, was du willst. So, du entscheidest ja, wie deine Arbeit aussehen soll, mit was für Leuten du zusammenarbeiten möchtest, welchen Wert du der Gesellschaft geben möchtest. Das entscheidest ja alles du, das ist das Coole. Ja, wenn du das einmal realisierst, so, du merkst, ich muss nicht diesem einen Muster folgen. Ich kann es so machen wie ich, und dann wird es ja wirklich einzigartig. Dann ist es ja etwas, wo du sagen, hey, ich gehe zu Susi, weil sie Susi ist und nicht irgendwie, ich gehe dahin, weil, keine Ahnung. Schönes Schild an der Tür hängt. Schönes Schild an der Tür hängt. Voll. Dann lass uns doch mal auf das andere Thema noch rein, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar Mama sein und gleichzeitig ein Geschäft führen. Wie zur Hölle kriegst du das hin? Vor allem, du kümmerst dich auch noch um deine persönliche Entwicklung. Du bist viel beschäftigt mit deiner Arbeit. Du hast auch noch einen Hund. Was für einen? Wie zur Hölle machst du das? Das alles unter einen Hut zu kriegen? Also ich, ganz, ganz grundsätzlich gibt es einen Motor in mir, Gedanken in mir, die mich antreiben, früh aufzustehen, das zu machen, das anzugehen. Und irgendwie gibt es keine Frage mehr. Also ich habe in mir, da bin ich auch sehr dankbar dafür, nicht die Frage, warum, die habe ich mit der Gründung von dem Unternehmen eigentlich abgehakt, so warum ich das machen will, das weiß ich. Und ich muss jetzt, also nicht ich muss, ich, das passiert einfach, dass ich mache. Aber es ist jeden Tag schon eine richtige Herausforderung, dieses Jonglieren an sich. Und ich hatte so ein Schlüsselmoment,
dass ich immer diesen Konflikt hatte in mir zu sagen, okay, eigentlich möchte ich 10 Stunden für mein Unternehmen da sein, durchhasseln, alles geben, Vollgas und alles aus mir rausholen. Und dann möchte ich aber auch 10 Stunden mit meinem Kind verbringen und zu Mama sein, liebevoll, die entspannteste Person der Welt und in mir ruhend. Und das sind so Sachen, geht natürlich nicht, klar, keine Frage, weil dann wären nur noch 4 Stunden vom Tag übrig und mein Kind möchte mich, glaube ich, auch nicht 10 Stunden sehen. Aber nicht die schon wieder. Aber so grundsätzlich hatte ich so einen Moment, und ich glaube, da habe ich auch einen anderen Podcast gehört. Und da hat sie war auch Mutter und da hat sie gesagt, weißt du, ein Kind muss eigentlich erfahren im Leben, dass von nichts tun nichts kommt. So. Also ein Kind, ich sage mal, ich bin ja in jedem Moment eine Vorbildfunktion und ich kann mein Kind 3-mal schimpfen, ich kann ihm 3-mal was erzählen. Das wird sich nie so annehmen wie das, was ich ihm vorlebe. 100%. Und zu diesem Gedanken erstmal zu kommen und zu sagen, okay, das Spielzeug, was hier im Wohnzimmer steht oder in deinem Kinderzimmer, leider im Wohnzimmer, was hier steht, so, das hat Geld gekostet. Und das Geld kommt einfach nicht vom Himmel geflogen, sondern Mama und Papa müssen dafür arbeiten. Und diesen Wert oder diese Wertschätzung für was in einem Kind zu entwickeln, finde ich extrem wichtig. Und ich sage mal, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich schon auch, ich sag mal, mir ging es nie schlecht. Ich habe immer viel auch gehabt und viel bekommen, aber ich habe immer gesehen, woher das kommt, jeden Tag. Und wenn andere Kinder dann mit ihren Eltern am Wochenende am Tisch saßen, so war mein Papa dann nicht da, weil er musste arbeiten. Und es war aber immer so eine Selbstverständlichkeit und zwar auch immer eine Selbstverständlichkeit, mitzuhelfen von klein auf. Also von nichts kommt nichts. So diese Einstellung habe ich eben irgendwie von klein auf mitbekommen. Mhm. Und klar muss ein Kind muss Kind sein, muss spielen dürfen, muss sich frei entfalten können, keine Frage. Und diese Hustle-Mentalität, so, die muss ich dem nicht mitgeben. Jetzt 6, die muss hustlen. Ja, komm, du kannst jetzt mal dein eigenes Geld verdienen. Nein, aber das möchte ich jetzt nicht, dass man das falsch versteht. Also ich. Das Kind muss auf jeden Fall Kind sein. Es muss auf jeden Fall einfach frei spielen können, sich entfalten können. Klar, keine Frage. Aber es muss halt auch diese Wertschätzung für das, was man hat oder für die Spielsachen, die man hat, einfach auch diesen Bezug halt haben. Okay, es kommt nicht, es schenkt mir jetzt in dem Moment vielleicht jemand, aber derjenige musste auch dafür arbeiten. Und ich denke einfach, diese Vorbildfunktion zu haben, ist extrem wichtig für mich. Und ja, genau, das zum einen. Und zum anderen, natürlich möchte man seinem Kind ja auch was bieten. So. Wenn du für dich arbeitest, klar, voll, ist geil. Aber wenn du halt mal einen Monat dann Nudeln trockne, ist so, ist auch kein Ding. So. Aber wenn ich einen Monat meinem Kind trockene Nudeln hinstelle, würde ich dann schon denken, okay, ja, so, Susi, irgendwas läuft hier falsch. Das zu erklären oder dieses, vielleicht dann sogar so ein gewisses Schamgefühl zu entwickeln dafür. Das ist auch ein extrem krasser Motor, dass ich einfach sage, okay, ich will meinem Kind was bieten. Ich will, dass es mal irgendwie dann trotzdem ihm auch an nichts fehlt. Ist auch absolut krasser Motor und setzt manchmal Energien in einem frei, wo ich denke, wo kommt das jetzt her? Wo ich kann nicht mehr. Aber in dem Moment denkst du, okay, gut, du musst morgen 7 wieder aufstehen und du musst das und jenes, dann machst du das jetzt noch fertig und das setzt krasse Energien in einem frei, die Gedanken daran. So, ja. Also ich sage mal, es ist auf der einen Seite natürlich, schränkt so ein Kind dich komplett ein in deiner Freiheit, in deiner Handlung, im Arbeiten, in diese, ja, ich habe ja auch viele Projekte gehabt, bevor ich das Kind hatte und dann sitzt du halt dann manchmal von morgens 7 bis abends 10 an diesem Projekt und kaust dich da durch und gibst alles, aber seitdem das Kind da ist, geht es nicht mehr und dann muss das halt in der kürzeren Zeit passieren und es geht dann auch irgendwie, also ja, unterbewusst geschieht das, denke ich. Ich frage jetzt mal so salopp, würdest du sagen, dass Mama werden dir im Business geholfen hat? Ich wollte gerade sagen, macht Kinder, dann wäre der Erfolg leider nicht Spaß. es hat mir, ja,
würde ich schon sagen. Ja, hat's, weil ich einfach einen anderen Antrieb dadurch habe. Ich habe andere Motivationen dafür. Ich habe andere Ziele. Und die Wertigkeit der Ziele ist einfach ganz andere, wenn du weißt, ein Menschenleben hat profitiert davon noch zusätzlich. Voll. Und doch, mega krass. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich noch nie. Aber es ist krass, ja. Und eigentlich denke ich meinen ganzen Tag, wie soll ich das schaffen? Und jetzt ist das Kind da und ich möchte dem gerecht werden. Ich möchte meinem Job gerecht werden. Aber eigentlich ist es so im Zusammenspiel ein extremer Katalysator. Also das Kind jetzt fürs Unternehmen. Das soll jetzt nicht, kommt bestimmt gleich hier die Mutti-Mafia sowas. Aber das meine ich damit nicht. Das meint, also ja, doch, es hat mir pusht mich extrem. Doch. Ja, das ist keine Sorge, es ist nicht falsch rübergekommen. Ich kann verstehen, was du meinst, mit Frank, das kann so und so rüberkommen. So. Aber ich frage das so, weil ich habe das mit vielen Bekannten erlebt, ich habe das mit vielen Coaching-Unternehmern erlebt. Und du erwähnst es halt gerade auch so, hey, es ist eine ganz andere Energie da. Ja? Und ja. Was ich halt immer gern sage, ich glaube, das hat letztens im Coaching auch nochmal angesprochen, dass halt, wenn du, oder du hast gerade schön gesagt, wenn du es nur für dich machen würdest, dann esse ich halt mal eine Woche Nudeln. So, pff, mein Gott, who cares? Aber wenn jemand im Spiel ist, den ich liebe, der mir für mich unendlich wertvoll ist, dann so, no, not gonna happen. So, wir gehen, wenn Menschen im Spiel sind, besonders die eigenen Kinder, Menschen, die oder Familie generell oder vielleicht auch enge Freunde, oder Mitarbeiter, die einen sehr wichtigen Platz im Herzen haben. Sehr, sehr wichtigen Platz im Herzen haben. Wir gehen tausendmal weiter, als wenn es sich nur um uns drehen würde. Ja, das stimmt. Und deshalb habe ich gestern so gefragt, es klang so, weil dieses Muster, diese Geschichte habe ich jetzt schon so oft gehört, dass dann auch die Motivation sich ändert. Weil der Antrieb sich ändert. Du hast ja gerade gesagt, wie würdest du sagen, war deine Motivation oder dein innerer Antrieb vorher und wie ist er jetzt? Kannst du das irgendwie beschreiben, wie sich das verändert hat? Klar, offensichtlich, ne? Das Kind, aber wie würdest du das vom Gefühl her beschreiben oder auch von deinem Gedankenprozess her? Naja, die Gedanken an sich sind halt extrem gereift, also weil man einfach andere... Ich glaube, die Verantwortung an sich ist schon das Ding. Wie gesagt, man hat halt so die Verantwortung nur für sich, in Anführungsstrichen. Ist ja auch schon eine große Herausforderung. Aber dann hat man die Verantwortung eben noch für ein zweites Menschenleben so oder für jemanden, den man extrem liebt. Ich sage mal, dieser Begriff Liebe ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn ein Kind zur Welt kommt oder ja. Und ja, diese Motivation davor. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Motivationsproblem. Also ich habe immer diesen Motor in mir, ich habe immer mehr zu viel als zu wenig und also immer, keine Ahnung, wie soll ich denn das nur sagen? Ich habe nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock aufzustehen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich habe keinen Bock, klar hat man das, dass man mal durchhängt, aber so grundsätzlich hat es mir nie an Motivation gefehlt. Und davor war es schon ein Stück weit, dass man halt gesagt hat, ich bin jetzt motiviert, weil ich für mich weiterkommen will, ich will auf eine neue Stufe, ein neues Level, ich will mir das und das vielleicht sogar auch leisten können oder unabhängiger sein. Dann arbeitet man ja schon für sich so aus verschiedenen Mustern oder verschiedenen Zielen, die man für sich steckt. Und jetzt hat man halt die Ziele für eine Familie noch zusätzlich. Und das ist dann nochmal, aber im Endeffekt, ja, vergisst man ja auch sich selbst nicht dabei. Und man hat ja dann trotzdem auch die Motivation für sich, klar, für sich dann irgendwie was abzubilden oder für sich die Ziele zu erreichen. Die sind ja immer noch da. Aber der Antrieb oder der Motor ist halt noch ein anderer oder stärker. Voll. Wenn das jetzt deine Frage beantwortet hat, hoffe ja, ich. Ja, total. Total. Gibt es denn was, wenn jetzt jemand zuhört, Mama oder Papa und auch selbstständig oder Unternehmer, was würdest du denen mitgeben? Was gerade so ein richtiges Learning bei mir war, dass umso mehr man sich stresst, umso mehr man sich Ziele setzt, umso weniger schafft man oder kommt man voran. Also das ist was ich mir gerade meinem
ich vor 2 Wochen allein mitgeben wollen würde. Also das ist jetzt, was ich so... Je mehr man sich Ziele setzt? Ja, das war vielleicht so, umso größere Ziele man sich setzt, umso kleinere Schritte schafft man. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich hatte immer To-Do-Listen, da hat ein A4-Zettel nicht gereicht für den Tag und habe mich da überschlagen und am Ende habe ich überall angefangen und nichts war fertig und ich war immer so frustriert und habe gedacht, okay, warum zur Hölle schaffst du das nicht? Und jetzt habe ich eben gesagt, okay, ich muss für mich einen Gang runterfahren, ich muss für mein Kind einen Gang runterfahren, ich muss es ja oder möchte natürlich es einfach so, dass es für uns alle okay ist, dass es für mich okay ist, dass meine Belastung, mein Stresslevel so ist, dass ich dann wirklich sagen kann, 15:30, okay, jetzt ist Kindzeit, jetzt schalte ich meinen Kopf aus. Und das geht natürlich nicht, wenn ich nur 3 Punkte auf der To-Do-List von 30 geschafft habe. Aber das geht sehr gut, wenn man nur die 3 Punkte auf der Liste hatte. Und du weißt, okay, das sind heute die Sachen, die ich schaffen muss. Alles andere ist nice to have, aber die 3 Dinge müssen passieren. Und wenn die passieren, dann bin ich der entspannteste Mensch. Und das aber erstmal für sich so mitzubekommen und zu sagen, okay, es muss nicht, du musst nicht. Und klar hat man immer mal Deadlines und Projekte, die fertig werden müssen, aber dann ist es halt wirklich dieses Projekt. Und dann ist es halt morgen das nächste. Einfach diesen Stress rauszunehmen, das ist richtig, richtig leicht gesagt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mir das gesagt haben. Und du überschlägst dich und du machst, aber bis es erstmal hier oben ankommt, so, und bis man das dann auch erstmal ins Handeln kommt, das ist halt wirklich ein Riesenunterschied. Voll. Das klingt so nach dem richtigen Fokus setzen, dass du wirklich genau lernst, deinen Fokus zu steuern, nicht zu zerstreut zu sein, nicht irgendwie 30, 40, 50 Kleinigkeiten zu haben, sondern wirklich, hey, was sind die Sachen, die wirklich einen Unterschied machen? Weil genau. Das bringt dich am Ende voran. Genau, ja. Es ist ja, glaube ich, sogar unabhängig, ob man jetzt Mama ist oder nicht. Das war für mich auch davor so ein Riesending, wo ich immer dachte, okay, da habe ich wirklich noch was, woran ich arbeiten muss. Total. Und ja, das ist so das Learning, was ich in letzter Zeit hatte, wo ich einfach dachte, okay, hier muss ich jetzt wirklich mal ran, hier muss ich Abstriche machen und hier muss ich vielleicht auch mal ein bisschen umdenken. Weil ich habe auch gemerkt, wie ich auf der Stelle getreten bin und mit jedem Tag immer, immer unzufriedener geworden bin mit meiner Arbeit, mit meinen Leistungen. Und dann war ich natürlich auch unmotivierter und ja. Aber ich glaube, das ist so ein Prozess, den irgendwie alle durchgehen müssen. Und bin nie an dem Punkt, wo, wenn die 3 Sachen abgearbeitet sind, dass ich mir nicht noch was Viertes einfällt. So, keine Frage mehr. Ich werde sofort wieder 3 einfallen. Aber sich selbst zu sagen, okay, ich setze mir jetzt die Grenze im Stresslevel und ich setze mir aber auch die Grenze in dem, was ich schaffen möchte. Und das schaffe ich aber bewusst und habe dann für mich so ein Erfolgserlebnis geschaffen an dem Tag. Ich kann dir 100 pro folgen. Und weißt du, das ist so ein schönes Muster, das immer wieder auftaucht. Wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Podcast schon machen, ich glaube, wir haben davor kurz darüber geredet, so diese verschiedenen Level, die du durchgehst, das Gefühl hast, hey, ich komme auf ein anderes Level im Business, irgendwie kannst du es nicht mal wirklich beschreiben, aber es ändert sich was Krasses. Und das, was du jetzt gerade sagst, mich erinnert das immer an, das habe ich auch mit einem Coaching-Thema letztens noch besprochen, was habe ich von einem Mentor, mein Gott, zwar mein ältester Mentor und mein längster Mentor, Craig Feilek, der mich immer noch begleitet, wo ich sagen würde, der hat das Leben kapiert. So hat auch 7-Figure-Business aufgebaut, Tochter großgezogen und der pimmelt halt inzwischen nur in der Weltgeschichte rum, fährt in die Berge, wo er will und schickt mir irgendwie ein Bild, wo er in irgendeiner heißen Quelle in den Bergen so liegt, so voll tätowiert und ich so, ja Bro, du hast das Leben echt kapiert. Und dann war ich noch irgendwie in irgendeinem Call, ich meine, ich habe das von ihm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass ich es von ihm habe, ich mache hier voll den geilen Umsatz und ich bin so und so viel am Arbeiten und da. Und alles, was dann so kommt, ist ja klingt, als wärst du voll erfolglos. Ich jetzt so, hä? Naja, du arbeitest ja die ganze Zeit. Das beeindruckt mich halt null. Also sag mir doch mal, wann du den Lebensstandard erreichen kannst, während du 2 Stunden in der Woche arbeitest. Ja. Und das krass, war so ein vom Denken ein kompletter Gamechanger. Weil am Anfang ist es ja so dieses, ich baller jetzt, ich mache meine 18-Stunden-Tage, ich hasse. Und irgendwann
Was du jetzt ja auch gerade sagst, so, dann bist du Mama, dann hast du noch ein Hobby, hast einfach keinen Bock mehr, so viel zu arbeiten. Ändert sich die oder muss sich zwangsweise irgendwann diese Denkweise ändern? Wie kann das Ganze hier oder wie kann das Ganze hier, wie drücke ich es am besten aus? Wie kann das Ganze hier mit so wenig Aufwand von mir wie möglich funktionieren? Beziehungsweise welche Restriktionen kann ich mir selbst geben, um zu schauen, ob es trotzdem noch funktioniert? Ich habe mal, ich habe das Buch, das hieß die Zwei-Stunden-Chefin oder der Zwei-Stunden-Chef. Ja, Kiesling oder so. Ja, genau. Das ist auch total geil, wo sie nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten konnte, weil sie im Krankenhaus saß. Und das war damals die Managerin von KFC Deutschland, glaube ich. Und jetzt hast du halt keine andere Wahl, als Sinn zu bekommen. Weil du sagst hier, hey, klar, du musst nicht Mama dafür sein, musst nicht Papa dafür sein, aber du hast doch von meinem Kind, so okay, jetzt muss ich was ändern. Und einfach diese Denkweise, so welche Limitierungen kann ich mir geben? Und im Idealfall sogar, wir haben es am Montag im Coaching auch angesprochen, der evolutionäre Druck. So wie viel evolutionären Druck kannst du auf dich selbst bringen, damit du wie so ein Pokémon auf die nächste Evolutionsstufe kommst. Du kannst gar nicht anders. Weil dann ändert sich dein kompletter Denkprozess. Nicht von, oh shit, ich muss noch so viel machen oder das noch erledigen, sondern okay, welche Limitierungen kann ich mir geben? Und jetzt muss ich kreativ werden, jetzt muss ich anders denken, weil ich mit diesen Limitierungen trotzdem mein Ziel erreichen möchte. Ich habe das zum Beispiel früher von einem meiner Gitarrenlehrer gelernt, dass er meinte, hey, wenn du einen Song schreiben willst, setz dir klare Limitierungen von Anfang an. Ironischerweise, du wirst kreativer. Wenn du wirklich sagst, okay, das sind die Sachen, du meinst jetzt hier, ich habe nur die drei Sachen, die erledige ich heute, nicht die 100 Sachen. Auf einmal ändert es deinen Denkprozess komplett. Das hat mich gerade sehr daran erinnert. Also ist cool, das auch nochmal von dir zu hören, aus der Mama-Perspektive sozusagen. Finde ich total geil. Weißt du, was bei mir da so ein krasses Umdenken gebracht hat? Wir hatten mal den Spruch, ich glaube, oder so, das war sogar von dir im Coaching, dass du gesagt hast, man muss irgendwann von dem Punkt kommen, vom im Unternehmen arbeiten zu dem Punkt am Unternehmen arbeiten. Und das habe ich dann auch mir lang mal so durch den Kopf gehen lassen, habe das reflektiert und dachte mir so, krass, du bist eigentlich in deinem Unternehmen dein eigener Mitarbeiter so. Du verhältst dich wie ein Mitarbeiter so und nicht wie. Und du hast dieser Weitblick fehlt und eigentlich hast du so engstirnig Projekt für Projekt abgearbeitet, wie man es halt auch, sage ich mal, im Angestelltenverhältnis sicherlich gewohnt war. Und Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Und dann kam aber dieser Triggerpoint dazu, dass du sagst, okay, wenn ich die Leistung nicht bringe, kommt aber kein Geld. So, als ich im Angestelltenverhältnis war, wenn du mal einen Tag halt einen schlechten Tag hattest, so, jo, das Geld kam trotzdem. Aber wenn du hast dann quasi noch zusätzlich dieses Problem oder diesen Druck, wenn du nicht ablieferst, dann kommt keine Kohle rein. Und das war so, du arbeitest wie eine Angestellte oder wie eine Mitarbeiterin und hast aber noch diesen Unternehmerdruck ja trotz alledem, egal ob es jetzt Einzelunternehmen hast, aber trotzdem war das so krass. Und dann habe ich gedacht, du machst dir so einen Druck, es kann gar nichts werden. So. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, wo sind meine Ziele? Wo sind meine Ziele Ende diesen Jahres? Wo sind meine Ziele in 5 Jahren? Wo sind meine Ziele in 10 Jahren? Und ich glaube, wenn du dann so anfängst, überhaupt so zu denken, dann wird auch diese Moral oder diese Arbeitshaltung einfach eine andere. Ja, das war für mich so ein krasses Umdenken. Muss ja auch irgendwann passieren. Also aus meiner Erfahrung ist das der Knackpunkt, das habe ich bei vielen Coaching-Teilnehmern erlebt, ob sie diesen Sprung schaffen oder nicht. Und das ist auch meine Erfahrung, es ist ja im Endeffekt ein mentaler Sprung. Absolut, also, absolut. Also es kann ja über Nacht passieren. Ja. Und es geht aber auch nicht ohne. Also du kannst nicht sagen, okay, ich habe heute mein Unternehmen gegründet und morgen arbeite ich am Unternehmen. So, ja, Glückwunsch. Aber da hast du keine Projekte, du hast keine Akquise betrieben, du hast eigentlich nichts auf dem Tisch, was du abarbeiten kannst. Da kannst du dir noch, wie weit deine Ziele setzen oder wie definiert. Ja. Du musst diese Lücke oder diesen anfänglichen Prozess, den musst du durchleben, um weiterdenken zu können. Also klar. Voll. Voll. Ja, das ist krass. Und egal, mit wem man spricht, so, das haben alle durch oder sind gerade dabei. Und
ja, ich glaube, das Geheimnis ist dann auch, kein belehren zu wollen oder diese Schwierigkeit dabei. Nee, das kommt einfach von allein dann, dieser Moment. Man muss einfach, wie gesagt, dem Weg und dem Prozess vertrauen. Und was auch so richtig krass noch bei mir war, dass ich immer so in Weitsicht dann gearbeitet habe, habe an den Zielen gearbeitet und habe aber so dieser auch wieder abgedroschene Spruch mit der Weg ist das Ziel, ist für mich hat so krass an Bedeutung gewonnen, weil ich mir dachte, okay, das ist dein Alltag jetzt. Ja. Das ist, und eigentlich ist doch der Weg, dieses Unabhängigsein, dieses auch mal von woanders arbeiten können oder halt einfach mal bis 10 Uhr pennen und dann bis nachts arbeiten, diese Unabhängigkeit, das ist doch, wofür du das machst und nicht, dass du halt irgendwann mal so ein großes Unternehmen aufbaust oder so ein Business hast und keine Ahnung. Also schon alleine das dann auch mal zu schätzen und zu merken, voll, okay, dafür mache ich das und nicht, dass ich halt in 10 Jahren an dem und dem Punkt stehe oder das und das Auto fahre, sondern dass ich genau diesen Moment auch schätze und die Zeit schätze und diesen Wachstum schätze, voll, diesen Prozess schätze. Das ist auch so was ich meinem Ich von vor 2 Jahren mitgeben wollen würde, weil dann vielleicht auch vieles einfacher gewesen wäre oder ist. 100%ig. Rückblickend ist aus meiner Erfahrung auch so, dass das Verfolgen von Zielen macht mehr Spaß als das Erreichen. Ja, absolut. Also, weil wenn du das Ziel erreicht hast, hast du eh schon ein neues. So, ja, so war es bei mir immer. Also, so geil, ja, schönen Glückwunsch, aber morgen möchte ich das und das. Und, ja. Yep, voll. Das stimmt. Voll. Und was da auch noch ein Riesengedanke ist, ist halt dieses, das geht so ein bisschen einher mit den Mustern, die du von früheren Chefs mitgenommen hast oder die du früher erlebt hast, was ja dann häufig schlechte Muster waren. Also in meinem Fall war es häufig so, ich hatte einen richtig tollen Chef, weil ich Zivildienst gemacht habe. Ich war auf der geschlossenen Drogenstation, Düsseldorf LVR 13B. Das hört sich wirklich gut an. Shoutout an die 13B, der geschlossene Drogenstation. Aber der Stationsleiter war ein krasser Dude. Also super, also wirklich knallharter Mann, knallhart, aber gleichzeitig unglaublich liebevoll. Also das war so, hey, wenn was erledigt werden muss, okay, bam, go. So, du hast und du hast dir von dem gern was sagen lassen, also nicht so von wegen, hey, du machst es jetzt, weil ich das sage, sondern der erklärt dir, warum das gemacht werden soll. Du machst es jetzt, weil das und das und das und das ist wichtig. Yeah. Aber wenn du ein Problem hast, sodass dir nicht gut ging, so, ey, der hat alles stehen und liegen gelassen, geht mit dir ins Zimmer, macht die Tür zu, sagt, hey, stört uns mal nicht. Und sitzt dann mit dir eine Viertelstunde da und hört sich das an. So, und okay, Thema erledigt, so, okay, geil, und boom, zurück an die Arbeit. Krasser Dude. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus will, ist halt dieses so, es ist ja schwer, oder ich finde es immer sehr limitierend und uninspirierend, ist, glaube ich, das schönere Wort, so nur diese Umsatzziele zu haben oder zu sagen, so, hey, ich will hier das und das Business aufbauen. Weil das ist für mich nicht die Essenz von Erfolg. Es ist halt, wie geht es den Leuten, die da mit in Kontakt kommen? So, wie gehen die Leute gerne zur Arbeit? Ist da ein angenehmes Klima? Wie fühlen sich die Kunden? Wie werden mit den Kunden umgegangen? Wie fühlst du dich, um dahin zu gehen? Läuft es flüssig? Läuft es, dass nicht jeder jetzt 24/7 hustlen muss und alle gestresst sind, sondern ist es eine Sache, wo die Leute dankbar sind, da sein zu können? Ich muss da über an einen Freund von mir denken, habe ich letztens irgendwann schon mal erwähnt. Die sind im Bereich Amazon FBA unterwegs. Ich weiß auch nicht, warum ich so viele Leute aus dem Amazon FBA-Bereich kennengelernt habe. Ziehst die magisch an? Ja, ohne Scheiß, ist wirklich so. So viele Leute schon im Coaching gehabt und einfach auch alte Bekannte oder Freunde und auch ein, zwei Mentoren. Okay, krass. Aber die machen über 1 Million Umsatz im Monat und haben halt ihre 50, 60 Mitarbeiter. Und es ist halt voll das entspannte Klima. Also jeder arbeitet remote, jeder arbeitet, wann er will, wo er will. Sind auch super viele Altersunterschiede, ganz krass. So manche mal arbeiten da mal nebenbei, 20-Stunden-Woche oder so. Und es ist halt nicht irgendwie so dieses Kommen, wir müssen jetzt alle durchballern, bam, 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 sondern es ist eine geile Atmosphäre. Und auch eher ist jetzt nicht irgendwie so, boah, ich arbeite 20 Stunden am Tag, sondern so, ja, geht ins Gym, geht feiern. Und das, finde ich, ist ein krasser
ein krasser Meilenstein. Es geht nicht so, hey, guck mal, wie viel Umsatz wir machen oder guck mal, wie groß wir sind, sondern so, hey, wie ist denn die Lebensqualität von all den Leuten, die damit in Kontakt kommen? Wird das Leben von den Leuten, die mit dir und deinem Unternehmen in Kontakt kommen, wird es besser oder schlechter? Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter, als auch dein selbst. So dieses, dient das Unternehmen euch allen oder seid ihr alle Sklaven davon? Ja, ja. Mega krasses Thema. Ich sag mal so, überhaupt dieses New Work und auch jetzt so durch die ganzen Umstände der letzten Jahre ist es ja auch so, dass es jetzt irgendwie auf einmal geht. Ja, ja. Nicht das C-Wort. Ja, genau. Aber ich sag mal, wir sind ja jetzt an einem Punkt der Remote-Arbeit oder auch überhaupt Homeoffice, das war ja vor 2, 3, 4 Jahren, aber 3, 4 Jahren schon noch in vielen Unternehmerköpfen undenkbar. Dann musste jetzt gehen, weil sonst haben die Mitarbeiter gar nicht für dich gearbeitet und schon passiert so ein Umdenken, zwar ein gezwungenes Umdenken, aber wenigstens, sag ich mal, ist es ja ein Stück weit passiert. Und ich glaube, wir sind halt in Deutschland dann doch auch noch in diesen ganz alten Denkmustern drin. Also dieses Thema New Work, also auch überhaupt so. Ich meine, na gut, ich wohne jetzt auch noch ziemlich ländlich. Aber das ist schon so ein Thema, was in Deutschland sich irgendwie keiner wirklich groß annehmen will, weil man schon als Unternehmer ja ein Stück weit von seinem hohen Ross absteigen muss. Und dieses Thema Augenhöhe. Und ich denke, es sind so viele noch in so traditionellen und konservativen Denkmustern drin. Und aber ich sage mal, unsere Generation erfordert das ja ein Stück weit. Und diese viele Unternehmer und Chefs sind ja noch in einer anderen Generation. Und das ist gerade so ein richtig krasser Gap irgendwie, die gefüllt werden muss. Oder überbrückt werden muss. Und ja, das ist irgendwie ein richtig krasses Thema. Da können wir jetzt auch nochmal 2, 3 Stunden drüber sprechen. Aber ich merke das auch viel in der Innenarchitektur oder überhaupt, dass wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt an einem Coworking Space und man hat halt so Boxen zum Telefonieren und so Areas halt, wo es einfach still sein muss und dann wieder, wo du quasi eigentlich nur deinen Bürocontainer hast und nimmst den mal mit an diesen Schreibtisch und an diesen, so geiles Konzept, geil, aber auch können wir bei uns nicht umsetzen, weil ja, wir andere Denke haben so oder andere Gedanken verfolgen und es ist schon gerade so ein, weiß nicht, so ein Riesenunterschied im Denken von vielen oder dieser Generationsunterschied, ja. Ey, also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch die Erfahrung, es ist halt das, was ich meinte mit den verschiedenen Geschmäckern. So, es gibt manche Leute, die wollen dieses Klassische halt und manche wollen dieses Verhaltliche. Also es ist aus meiner Erfahrung wirklich beide Arten von Menschen. Aber weißt du, was ich da ganz häufig bei erlebe, ist so dieses, wir reden jetzt hier viel von Eigenverantwortung oder von Verantwortung. Aber wenn wir jetzt mal nicht nur auf uns bezogen, sondern wirklich, ich sag mal, als auf eine Gesellschaft bezogen. Wenn wir jetzt mal von Deutschland sprechen, es geht ja nur in eine bessere Richtung, als die es gerade geht. Und es sollte es definitiv mal eine bessere Richtung gehen. mit Eigenverantwortung. Ich glaube, vieles kommt, was dann auch dafür sorgt, dass vielleicht die Leute nicht so gern zur Arbeit gehen oder dass auch der Chef dann nicht so gern zur Arbeit geht, dieses Gezwungen oder dieses Kontrollieren müssen. Und klar sollte es Check-ups geben von wegen oder Fail-Safes geben, dass nichts schief geht. Aber aus meiner Erfahrung, und vielleicht habe ich da eine etwas gebiased Erfahrung, weil ich eben aus dem halt nicht nur mit Personal Development und Bewusstseinserweiterung gebe, und das zieht natürlich auch eine bestimmte Crowd an, die sich damit beschäftigt. Aber aus meiner Erfahrung ist es vielmehr so, dass wenn du den Leuten Autonomie gibst, also wenn du denen wirklich sagst, hey, das ist das Ziel, so kommen wir dahin, so sollen wir dahin und ich vertraue dir, du bist eine erwachsene Frau, bist ein erwachsener Mann, du bist smart genug, let's figure it out und nicht dieses so, voll, brauch ja nur mal an uns selbst denken, wie reagierst du, wenn jemand so mit dir umgehen würde, so von wegen, du musst es genau so machen und genau so und genau so und genau so. Allein daraus entsteht ja so eine Trotzhaltung, dieses... Ja, genau. Dieses Autonomie überhaupt erstmal jemanden abzuerziehen. Ich sage mal, das ist ja in jedem irgendwie drin und dann wird dir das aberzogen.
Und so, du machst jetzt das, was ich dir sage und genauso, wie ich es dir sage. Und dieses Thema nicht auf Augenhöhe zu fungieren und ja, ich bin der Chef und dann kommt erstmal lang nichts. Das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß und so, ja, also keine Frage. Ist echt, ja, das ist ein Umdenken auf jeden Fall. Mehr als notwendig. Meine Liebe. Aber da ist dieses Buch mit dem, was du gesagt hast, sorry, dass ich nochmal unterbreche, ja, aber bitte. Dieses, die 2-Stunden-Chefin, war das 2 Stunden? Ja, mit von KFC, ja, genau, ja. Genau, das habe ich auch gelesen. Genau, das KFC-Buch. Nein, aber du weißt ja, was ich meine, was wir vorhin besprochen hatten. Und das Buch hat mir dazu auch krass die Augen geöffnet. Genau, sie, ja. sie hat eben auch gemeint, dass in der Zeit, wo sie dann die Autonomie an die Mitarbeiter abgegeben hat und gesagt hat, okay, es liegt jetzt in eurer Hand, ich kann nicht, dann sind sie so produktiv gewesen wie noch nie. Und Wenn wir jetzt schon, ist es nicht so, ist eigentlich so ein bisschen wie, du nimmst die Leute an die Hand, so, du sagst schon, hey, wir wollen in die Richtung gehen, aber es ist eben nicht dieses eine kurze Leine packen oder klar diktieren, so und so muss es aussehen, sondern hey, das ist die Richtung, wo wir hingehen wollen und du schaffst das. Und ich überlege gerade, wie heißt denn dieser Effekt nochmal? Es gibt nämlich einen Effekt, der besagt, dass das, was eine Autoritätsperson in einem Menschen sieht, das wird dieser Mensch auch ausleben. Das heißt, wenn die Autoritätsperson von sich aus denkt, hey, die ist dumm, der ist dumm, kommt das ja in jeder Subkommunikation raus und die Person wird das Ganze ausleben. Ja. Aber wenn dann jemand da ist, der wirklich was in dir sieht, und das haben wir alle schon mal erlebt, dass jemand wirklich an dich glaubt oder wirklich was in dir sieht und du merkst, das kommt mit jeder Faser seines Seins, wird das ausgeschaltet, das kommt bei dir an. Ich muss mal kurz überlegen, wie dieser Effekt heißt. Das ist aus meiner Erfahrung eine der krassesten Sachen überhaupt. Ja. Und das fängt, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wo wir eben waren, das fängt halt mit der inneren Arbeit an, weil die Frage ist, warum ist denn da jemand, der in anderen Menschen nur das Dumme sieht, nur was Schlechtes sieht? Ja. Warum ist da jemand anders, der sagt, hey, ich sehe da eine Perle in dir oder ich sehe da sehr viel Gold in dir, ich sehe da ein Leuchten in dir, was raus will. Aber da sind all diese alten Muster oben drauf, die das verdecken. Du musst erstmal das Leuchten in dir selbst finden, ehe du das in jemand anderen sehen kannst. Und wenn du nur das Schlechte in dir siehst, dann siehst du das auch in den anderen. Also es beginnt immer mit der Arbeit an dir selbst. Und genau, also absolut. Also in all dem, was wir gerade besprochen haben, habe ich so krass, so unterbewusst gerade die Kindererziehung reflektiert. Also was heißt die Kindererziehung? Die Erziehung eben von meinem Kind oder überhaupt. Weil ich sage mal, umso mehr Autonomie du einem Kind gibst und umso mehr Vertrauen du auch einem Kind gibst, umso mehr und umso freier kann sich das entwickeln. Seine Fähigkeiten, sein Mut sicherlich auch ein Stück weit, die Dinge anzugehen. Und man ertappt sich dann natürlich selbst immer. Ja, geht es mal nicht so weit oder nicht die Leiter so weit hoch? Oder ist man dann die Ängste, die man selbst hat oder die Bedenken, dass man die dann auch immer ungefiltert dem Kind irgendwie mitteilen möchte? Und genauso sehe ich das halt auch bei Mitarbeitern auch. So, die gehen nur so weit, wie du denen was zutraust. Und wenn du sagst, okay, go for it, du kriegst jetzt die Aufgabe, mach, leg los und wir schauen, was dabei rauskommt, dann arbeiten die ganz anders, als wenn du sagst, okay, du musst 12 Uhr fertig sein, du musst genau das und das Ergebnis abliefern und wenn das nicht geht, dann geht's nicht oder dann können wir nicht zusammenarbeiten, keine Ahnung, dann arbeiten die doch ganz anders und genauso ist es halt in der Kindererziehung auch, also klar braucht jeder seine Grenze, es braucht jeder seine Regeln und man muss sicherlich auch ein Stück weit da übereinkommen mit seinen Erwartungen und mit seinen Philosophie auch, die das Unternehmen angeht oder auch das Familienzusammenleben angeht, aber grundsätzlich muss sich trotzdem jeder in diesem Rahmen ein Stück weit oder nicht ein Stück weit, sondern einfach frei entfalten können. Absolut. Und das sehe ich im Unternehmen so und das sehe ich auch in der Kindererziehung so. Absolut. Klar, krass, die Parallelen so zu sehen, mir gerade irgendwie so erstmal bewusst geworden, als wir darüber gesprochen haben. Das zweite Mal heute schon. Das ist quasi Coaching heute. Unbewusst.
1A, geil. Ja, ich habe jetzt eben nochmal gegoogelt, wie dieser Effekt heißt. Ich finde es leider nicht. Und ja, klar, natürlich brauchen wir als Menschen auch irgendwo Grenzen. Ja, halt ohne Grenzen keine Kreativität. Wenn keine Grenzen da sind, kannst du nicht kreativ werden. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass anstatt, ich sag mal, auf die Beziehung zu übertragen, anstatt dem Kind jetzt einen riesen Garten zu geben, ja, wo es sich austoben kann, weil so, hey, hier kannst du dich austoben, wird es halt eine sehr, sehr kurze Leine gepackt und so, du machst jetzt genau, was ich sage. Und das ist halt so, ja, that doesn't really work. Und, ja. Und wenn du das nicht erfüllst, dann passiert das und das. Das kommt ja noch dazu. Ja. Also das ist schon an der kurzen Leine und dann muss es genau noch deinen Mustern und deinen Erwartungen entsprechen, sonst gibt es auch noch Ärger. Also das ist ja so dieses Ängste-Negationsprinzip bei vielen. Und ja, das ist halt wirklich ein Problem. Also ja, es ist, wie gesagt, also es ist halt im Unternehmen und auch in der Erziehung sind so krasse Parallelen, oder sage ich mal in der Mitarbeiterführung und in der Erziehung, dass man halt, ich denke mal auch, dass viele Geschäftsführer oder viele Personalleiter oder so quasi diese kurze Leine dem Mitarbeiter geben oder überhaupt nur zur Verfügung stellen und dann eben noch muss genau nach deinem Denken, genau nach deiner Philosophie der Mitarbeiter handeln. Und wenn das nicht ist, dann passt es nicht. Und es sind, denke ich, auch viele, die dieses Erziehungsmuster verfolgen und sagen, okay, mein Kind darf sich jetzt hier in diesem Radius bewegen, der schon ziemlich, ziemlich klein ist und muss dann genau nach meinen Erwartungen entsprechen. Und welches Kind, welches freilebende, freidenkende, spielerisch denkende Kind erfüllt die Erwartung von einem Erwachsenen? Und dann einfach zu wissen, wo ist die Grenze? Weißt du, wie weit darf ein Kind gehen? Wo ist die Grenze zu sagen, okay, ab hier ist jetzt mal Schluss. Hier ist deine Grenze erreicht. Hier, das überschreitet mein einfach so oder überhaupt ist nicht nur mein, sondern so dieses gesellschaftliche Muster oder diese gesellschaftliche Norm. Und das ist schon sehr, sehr schwer abzustecken. Und ich glaube, das ist in der Mitarbeiterführung ähnlich. Wie weit darf man dann noch gehen? Weil irgendwo muss man ja sich trotzdem auch behaupten, ein Stück weit. Häufig ist es halt aus meiner Erfahrung, weil wir jetzt auch so viel über die innere Arbeit gesprochen haben, es ist halt ein krasser Geltungsdrang aus meiner Erfahrung, dass sozusagen die Position oder das Unternehmersein, das nicht im Mittelpunkt steht, hey, ich bin hier, um der Gesellschaft einen Wert zu liefern. Ja, das ist im Endeffekt so, okay, was ist die Daseinsberechtigung für deine Arbeit? Du musst irgendeinen Wert liefern. Aber dass halt das häufig missbraucht wird zum für ein gesteigertes Selbstwertgefühl, für die eigene Macht, sich mal mächtig fühlen können, ja, Macht ausspielen können. Und hey, wer dann diese innere Arbeit nicht macht, dann ist ja eine Folge davon, okay, ich muss jetzt hier alle ganz stark kontrollieren, weil nur dann habe ich das Gefühl, die Sachen in der Hand zu haben, nur dann habe ich das Gefühl, mächtig zu sein, nur dann habe ich das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein. Ja. Wo es ja eigentlich genau andersrum sein sollte, und können wir auch nochmal auf das Wort Erziehung eingehen. Education kommt von, ich glaube, educare, ich weiß nicht mehr ganz genau, was so viel heißt wie herausziehen, also das Beste aus jemandem herausholen. Es ist weniger so beibringen, sondern hol das, was in der Person drin ist, raus. Und je mehr du dich darauf fokussierst, die Leute wachsen ja. Und je mehr die Person wächst, desto mehr Verantwortung kannst du wiedergeben. Das heißt, du musst im Endeffekt deine Zügel muss sie immer weniger so straff halten, weil du weißt, je mehr die Person wächst, desto mehr kannst du ihr auch vertrauen, desto mehr Verantwortung kann sie übernehmen. Und desto weniger musst du so der strenge Überwacher sein, der auf jeden kleinen Schritt im Endeffekt schaut. Und das dient langfristig allen weitaus mehr, weil es ja auch als wenn du die Führungsposition hast, eine katastrophale Situation, wenn du jeden konstant an der kurzen Leine überwachen musst. Das ist ja fast schon, begrenzt ja schon an Paranoia. Ja. Wenn eigentlich das dein einziger Modus operandi ist. Auf jeden Fall, ja, sorry. Aber eigentlich ist genau, machst du dann deine Arbeit gut, wenn du nicht gebraucht wirst. Also wenn jeder so in seiner Eigenverantwortung handelt, dass du quasi,
eigentlich, ich sag mal, natürlich noch das kontrollierende Organ bist, aber auch das, was Verantwortung abgibt. Natürlich, am Ende und, hast du die letzte Verantwortung. Klar. Naja, klar, aber ich sag mal, umso mehr du die Verantwortung abgeben kannst, umso besser bist du ja in deinem Job. Also umso mehr ohne dich funktioniert. Und genauso ist es in der Erziehung auch. Es ist auch immer so ein Wettstreit, welches Kind kann mit 2 Jahren schon mit Messer und Gabel und Löffel essen, ohne sich voll zu kleckern. So. Und wenn das dein Kind kann, dann bist du eine gute Mutter. So. Nee, bist du nicht, weil dein Kind macht dann nur genau das, was du willst. Und kann ja, ja, und ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, dieses Herausziehen. Jeder Mensch hat einen eigenen Charakter. Und nur weil ich den Charakter habe, heißt das nicht, dass mein Kind den haben muss oder diese Charakterzüge, sondern es ist einfach ein eigenständiger Mensch, den du mit deiner Erziehung eben gewisse Werte mit auf den Weg gehst, aber auch zu jeder Zeit diesen Charakter ja fördern musst und diese Charakterzüge fördern darfst, nicht musst, darfst. Und das ist ja eigentlich Erziehung und nicht... Ich drücke dir jetzt meine Muster auf und so, genau so musst du werden. Und, ja. das ist super häufig ein Statusspiel. Dieses, ja, genau. Guck hin, mein Kind kleckert sich nicht mehr voll beim Essen. Mein Kind hört, wenn ich es rufe und so. Ja, ist so. Also ja? Ist absolut so. Und ich hatte echt anfänglich wirklich Probleme, von diesem Denkmuster wegzukommen. Also, glaube ich, ja. Als Mutter bist du ja schon auch so ein Stück weit, hast du das Gefühl, du wirst beobachtet. Du bist jetzt sag ich mal, irgendwo in einem Geschäft und dein Kind wirft sich schreiend auf den Boden und alle, ach guck hin, die kriegt es nicht hin. So. Also das sind so, du bist dann so ein Stück weit hast so einen Handlungsbedarf oder willst unbedingt und dann hatte ich auch so einen Schlüsselmoment oder so eine Zeit, wo ich dann mega oft geschimpft habe und habe gesagt, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum geht es nicht? Nur weil das jetzt den gesellschaftlichen Normen nicht entspricht? Und muss ein 2-jähriges Kind den gesellschaftlichen Normen entsprechen oder hat es Zeit, bis es 18 ist? Also, und dann muss es das nicht. Aber ich habe dann mal auch so ein Buch gelesen, das war richtig gut und da stand eben auch drin, man hat 18 Jahre Zeit, ein Kind aufs Leben vorzubereiten. Das muss mit 2 Jahren nicht so sein, wie man sich das vorstellt oder das muss nicht wie ein Erwachsener denken mit 2 Jahren und nicht mit 3 Jahren und nicht mit 8 Jahren. Und das war auch so eine krasse Anforderung mit 2. Ja, aber irgendwie hat man das so, nee, nicht falsch verstehen, aber irgendwie hat man das ja dann trotzdem so in sich, das muss funktionieren, das muss hören, es muss gut essen können, es muss sich benehmen am Tisch, es muss gar nichts. Genau das ist nämlich das Problem und es ist halt, denke ich, in der Mitarbeiterführung ähnlich. Voll, also ich meine, ich kann jetzt wenig über Erziehung sagen, weil ich kein Papa bin, von daher halte ich mich da immer so ein bisschen zurück, so da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe die Parallelen definitiv und ich glaube, jeder, der zuhört oder zuschaut, auch. Und hör mal, meine Liebe, wir sind jetzt schon so lange hier. Mir fallen schon die Augen zu. bei mir ist Mitternacht. Wir sind so viele Themen jetzt durchgegangen, was mega geil ist. Immer ein cooles Zeichen, wenn die Zeit so fliegt. Gibt es ein Thema, auf das du unbedingt noch eingehen möchtest? Oder gibt es noch bestimmten ganz wichtigen Gedanken, wo du sagst, boah, den will ich unbedingt noch teilen? Also ich glaube, über meine wirklichen Gedanken oder Learnings, die ich so hatte, die mir echt am Herzen liegen, haben wir eigentlich gesprochen. Also es ist jetzt nicht, dass mir jetzt noch was einfällt, wo ich sage, da müsste ich unbedingt noch was dazu sagen. Aber ja, ich glaube, was ich wirklich sagen möchte, ist, man sollte einfach dem Prozess vertrauen. Und wie gesagt, es passiert nie was ohne Grund. Und ich habe jetzt noch hier meine dritte Weisheit, die ich noch loswerden will. Aber wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine neue, von der man vielleicht auch anfänglich gar nicht gedacht hätte, dass die da ist oder dass man sich das überhaupt zu träumen gewagt hat. Und manchmal geht die dann nur auf, wenn eine andere sich geschlossen hat oder wenn eine andere geschlossen ist. Und ja, das ist das, was ich echt in letzter Zeit so mitgenommen habe. Man muss dem Prozess vertrauen, man muss einfach auch so ein Grundvertrauen entwickeln und wenn man das hat, dann ist, glaube ich, die Basis für alles
für alles gegeben, was man sich so vornimmt und welche Ziele man sich steckt. Und ich sag mal, wenn man dann mal scheitert oder ein Ziel nicht funktioniert und man hat trotzdem dieses Grundvertrauen, dann ist es auch nicht schlimm. Und dann ist es auch kein Scheitern, sondern einfach vielleicht eine Verzögerung, bis man am Ziel angekommen ist. Ein kleiner Umweg, bei dem man noch extrem viel gelernt hat. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann fällt einem vieles auch leichter. Und man stresst sich nicht so viel selbst. Amen. Das ist einfach mal so stehen. Ey, meine Liebe, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool, mit dir so ausführlich zu quatschen. Auch danke an alle, die bis hier zugehört oder zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, Susi, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Oder soll ich die Links einfach unten in die Beschreibung packen? Ja, das glaube ich, das Einfachste. Ehe ich jetzt anfange, was zu buchstabieren. Das kann ich eh nicht so gut mit dem Alphabet. Dann machen wir das einfach so. Cool. Hey, danke dir. Und ich würde sagen, auch an alle Zuhörer und Zuschauer, danke. Und bis zum nächsten Mal.